Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 11. Nee, Türchen 11 bei unserem interaktiven Adventskalender von Hugo Reitet das Weihnachtsfest. Leider ist Jerry heute wieder nicht dabei, weil ihr geht es momentan richtig schlecht. Und jetzt fährt noch ein Auto bei mir vor der Tür durch. Das finde ich wirklich wunderbar, sowas. So, wir erinnern uns ja, was wir alles gemacht haben. Oder nee, warte mal. Steck den Schlüssel in die Tür! Das haben wir schon, das haben wir schon. Ansonsten gibt's ja nichts, würde ich mal behaupten. Das kennen wir ja schon. Gibt's heute im Hof was zu tun? Kennen wir auch schon. Das ist schon. Kennen wir auch schon. Also es ist jetzt echt ein bisschen verflixt, was wir tun. Steck den Schlüssel in die Tür! Müssen wir einfach ein bisschen schauen und dann sehen wir es ja. Kennen wir schon. Und oh, hier geht's weiter. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe schon, um was es geht. Nee, das ist falsch. So müsste es richtig sein. Oder? Ja, so ist richtig. Als hätte ich es geahnt, hä? Ich habe nur dieses Ding da gedreht, das so, als hätte ich schon gewusst, was hin muss. Natürlich wusste ich nicht, wo es hin muss, das muss mal klar sein. Moment, nee. So einfach ist es gar nicht. So müsste es gehen, oder? So, da. Ja. Ah! Oh, ich Idiot. Ich bin echt ein Idiot, hoch 10, ey. So. Dann muss ich auch dieses Ding drehen, wenn es hier durchkommt. Danach muss man auch hier runter. Das ist ja ganz einfach, zum Glück. Ist aber auch lustig, ne? Ich frage mich nur, was hier jetzt geht. Irgendwie ein Geruch oder sowas im Schloss verbreiten? Oder so? Das sagt uns ja gleich die Hexe. Schauen wir einfach mal nach. Igitt, hier stinkt es ja nach Weihnachten. Da backt doch jemand diese scheußlichen Plätzchen. Ich habe schon vor Tagen gebacken, ne? Aber das machen wir nochmal. Das war schön.
Ja. Ich weiß nicht, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, aber für mich ist das jetzt irgendwie so eine ganz verständliche Möglichkeit, dass es so funktioniert. Ob das jetzt auch anders irgendwie funktioniert, weiß ich nicht. Ach, da runter diesmal. So, das ist auch das Unterste. Da habe ich die Rohre ja schon vorbereitet. Ja, ich finde es heute irgendwie auch schön, ne? So, ein bisschen Geruch verbreitet und so. Vor ein paar Tagen hat Sherry auch noch Zimtsterne gemacht, war toll. Igitt, hier stinkt es ja nach Weihnachten. Da backt doch jemand diese scheußlichen Plätzchen. Ich mag Plätzchen, vor allem Zimtsterne. Wenn sie von Sherry sind, dann liebe ich sie. So, das war's. Da könnten wir aber mal auch wieder die Küche ein bisschen dekorieren. Jetzt dekorieren wir das Schloss. Keine Kugel mehr. Keine Mützen mehr. Keine mehr von diesen. Keine mehr von denen. Auch keine mehr von denen. Und auch keine mehr von denen. Also, keine Kugeln, keine Mützen, keine Mischeln, keine Ahnung, kein Herzchen mehr, keine Girlanden und auch keinen, keine Ahnung, Tannenzweige, kein Plan. Aber wir haben ja noch eine Geschichte, so wie jeden Tag eine Aufgabe, jeden Tag eine Geschichte. Gestern haben wir alle Aufgaben nochmal gemacht. Außer die Zwerge. Aber heute natürlich nur die normale Aufgabe. Und natürlich kommt für jetzt auch wieder die Geschichte vom Weihnachtsmann. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass unsere Freunde in dieser Nacht nicht viel Schlaf bekamen. Mit Ausnahme von Krümel natürlich, der von der nächtlichen Aufregung überhaupt nichts mitbekommen hatte und davon träumte, dass sein Vater bei einem Campingausflug in den Harz Nusstaschen und Kekse über dem Lagerfeuer backte. Aber wie wir wissen, hat alles einmal ein Ende. Und das galt zum Glück auch für die unheimlichen Ereignisse dieser Nacht. Als die Sonne ihre ersten schwachen Strahlen durch das kleine Fenster des Kellerraums schickte, saßen sie immer noch eng beieinander. Aber als es heller wurde und die Umrisse der Putzeimer und des Vervielfältigungsapparates zu erkennen waren, rückten sie wieder ein Stück auseinander. Benny sah auf die Uhr. Es war fast schon 7. Bis jetzt hatte es noch keiner von ihnen gewagt, über die merkwürdigen Geräusche zu sprechen. Aber jetzt sagte Benny: »Du meine Güte, letzte Nacht hätte ich fast Angst bekommen!« Torte sah ihn mit einem gequälten Lächeln an. Da zuckte Benny mit den Achseln und gab schließlich zu, dass er sich furchtbar erschrocken hatte. »Ich auch«, sagte Torte. »Ich hätte mir fast in die Hosen gemacht.« Und genau in diesem Moment hörten sie das Kratzen wieder. Dieses Mal war es noch lauter und allen lief es eiskalt über den Rücken.
Krümel sah erstaunt von einem zum anderen und fragte, wovon sie eigentlich redeten und was das denn für ein Geräusch sei. Die Tür öffnete sich. Ein Schatten fiel in den Raum. »Geht in Deckung!« schrie Benny und warf sich auf den Boden. Die anderen folgten seinem Beispiel. Sie pressten die Augen ganz fest zusammen, drückten die Nase auf die Dielenbretter und zitterten vor Angst. Torte spürte, wie etwas sein Bein berührte. Es kroch an seinem Körper entlang, bis es sein Gesicht erreicht hatte. Dort fing es an zu schnüffeln, und er spürte, wie etwas Weiches, Pelziges über seine Wange streifte und ihm dann seinen Atem ins Ohr blies. Torte, der fest davon überzeugt war, dass die Kreatur ihm gleich ihre Zähne ins Genick schlagen würde, schloss mit seinem viel zu kurzen Leben ab. Aber da spürte er, wie eine ungeahnte Kraft durch seinen Körper strömte. Mit einem lauten Schrei sprang er auf und ballte die Fäuste. Er würde um sein Leben kämpfen. Es war schade, dass keiner von ihnen einen Fotoapparat oder einen Camcorder dabei hatte. Der Ausdruck auf Tortes Gesicht und den Gesichtern der anderen wäre ein Vermögen wert gewesen. Sie konnten jetzt nämlich sehen, was der Grund für ihre schlaflose Nacht gewesen war. Vor ihnen stand ein süßes, kleines Kätzchen, das sich ein wenig vor Tortes kämpferischer Haltung fürchtete und sie der Reihe nach mit großen Augen ansah. Es war fast so rot wie der Mantel des Weihnachtsmanns und hatte zimtfarbene Augen. Sie konnten sich kaum vorstellen, dass sie letzte Nacht so große Angst davor gehabt hatten. Benny streckte langsam die Hand aus. Das kleine Kätzchen fing sofort an zu schnurren und sich in seine Hand zu schmiegen. Willi, der unter Benny gelandet war, als dieser sich auf den Boden geworfen hatte, rückte seinen Hut gerade. Er strahlte über das ganze Gesicht, als er das kleine Tier sah und sagte, es sei ein Weihnachtskätzchen und ein Zeichen von oben, dass das Weihnachtsfest gerettet werden konnte. »Ja«, sagte Benny, »und genau das werden wir auch tun, sobald wir das Kätzchen hier getauft haben.« Und so schöpften unsere Freunde neuen Mut für ihre Jagd nach dem Bösen. Als Fräulein Ibsen wenig später die Bibliothek aufsperrte und die Jungen sah, die sie einfach vergessen hatte, bekam sie einen Riesenschreck. Und der Verein hatte jetzt ein neues Mitglied, das den Namen Julius erhielt. Ja, das war die Geschichte von heute. War nicht gerade so interessant wie die anderen bisherigen, aber ich denke mal, am Ende, wenn dann alles zusammenhängt, dann haben wir sicherlich auch ein richtiges Bild davon. Außerdem habe ich mir Gedanken gemacht, dass ich demnächst, wenn ich alle 24 Teile habe, am 25. die Geschichte komplett rausbringe. Das heißt, dass ich für euch die Geschichte jeweils schneiden werde und dann als zusammenhängende Geschichte am 25. bringen werde. Aber das war's dann auch schon heute mit Hugo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch mal wieder dabei bei Türchen Nummer 12. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Oh, müssen wir jetzt schon aufhören?